So, zurück zum Pausenfüller Alan Wake. Wir laufen natürlich die Gegend, bis wir rennen durch die Gegend. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten. Und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, sie wissen, was sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Ah ja. Na, immerhin. Der gute Pat Mang glaubt an mich. Kann ich jetzt das Auto wechseln? Mir ist nicht so ganz klar, warum es hier... Achso, na gut. Es stehen wahrscheinlich dessen so viele Autos rum. Für den Fall, dass wir uns entschieden haben, zu Fuß zu laufen. Denn aber auffällt, wenn du hier den Abschnitt siehst, dass du eigentlich doch besser fahren solltest. Ich weiß übrigens nicht, was ich von diesen Fahrteilen hier in diesem Spiel halten soll, ne? Weil an sich ist es ja doch relativ lang, weil hier so, hast du ein bisschen so Welterkundung, aber das können wir ja auch... Ach, da vorne, guck mal, da vorne ist wieder so ein Firewatch-Haus. Gibt es das eigentlich in Deutschland auch? Aber Deutschland ist wahrscheinlich nicht bergig genug dafür, oder? Obwohl, na gut, wir haben bergige Gegenden. Also so ein... Hier wohnt doch jemand, oder? Da, guck mal, da steht doch ein Auto. Also gibt es in Deutschland, dass das jemand so... Feuer... So Brandüberwachung hat? Das ist... Also in dem Spiel Firewatch war es so, dass das halt nur welche Privatler, das ist halt quasi Leute, die ihren Sommerurlaub im Wald verbringen wollten quasi, oder die haben halt so eine Aufgabe genommen, haben das quasi ehrenamtlich gemacht, aber dafür hast du dann halt so ein paar Privilegien da und kannst dann hier rumwohnen. Und ich nehme an, in Deutschland ist das natürlich alles geregelt und das macht ein Beamter, ein Preußischer nehme ich mal an, wahrscheinlich in Bayern nicht, aber wisst schon, was ich meine. Aber... Gibt es so eine Feuerbeobachtungsdinger? Also ich weiß, warte mal, bei mir im Wald, bei meinen Eltern, da habe ich mit meinem Stiefbruder damals auch auf so einen Hügel, da stand auch so ein Turm. Das war sogar eingebrochen. Was heißt eingebrochen? Die Tür stand offen, aber sie war halt so ein bisschen zugezogen. Und da stand oben auch so ein Tisch drin und zwei Stühle. Ich denke mal, da sitzen tatsächlich Leute drin, wie Brandgefahr oder so. Heute hat man Kameras in erhöhter Stellung. Oh, wie langweilig. Radio? Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei. So viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle. Oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie... Ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß. Aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt. Und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Ha, das hört ja mittendrin so auf. Na gut. Ich könnte mal sagen, ich könnte ein bisschen die Mausempfindlichkeit nochmal runterstellen. Oh, ich kann das viel hochstellen.
das Spiel an sich besser wäre, wenn ich es mit Controller spielen würde? Wahrscheinlich nicht, weil ich mich dann nur ärgern würde, ne? Es gibt nie im Bundestag für ein eigenes Dingsbums. Naja. Auf jeden Fall so romantisches. Auf der anderen Seite, Deutschland ist auch einfach nicht so groß, ne? Du kannst das wahrscheinlich wunderbar einfach mit ein paar Beamten machen. Das Problem, was die Amis halt haben, ist, das gibt da wirklich viel Landschaft mit jede Menge nichts drin. Das. Wie viele Millionen Einwohner hat das? Amerika hat, glaube ich, 330 Millionen oder? Doch, 330 Millionen Einwohner. Und Deutschland hat halt 77, glaube ich, waren es. Und das ist halt. Also, Amiland hat viermal so viele Einwohner. Aber die Fläche ist halt ein ganzer Kontinent, ne? Und das ist halt schon noch ein Unterschied. Das ist halt bei Weitem nicht so. Vielleicht habe ich Schein verfahren? Nee. Das ist halt doch nochmal ein bisschen mehr Leute, ne? Und kann ich ja nicht an jeder. Das ist hier nur ein reiner Expositionstrip, oder? Weil das ist. Die Story fängt auf jeden Fall erst an, wenn ich ins Bergwerk reingehe. Obwohl, das hier ist das Bergwerk, oder? Ah, das sieht ja auch noch wie ein Bergwerk. So, Bergwerksgebäude haben wir auch mal ihren eigenen Look, ne? Also, sobald ich mich im Bergwerk bringe, ist da bestimmt die Dunkelheit. Und die Dunkelheit ist so ein Ding für sich. Ich würde trotzdem gerne irgendwie noch eine Waffe finden. Also. Oder irgendwas zumindest. Eine Manuskriptseite wäre auch nicht schlecht. Ich habe mir das Gefühl, dass ich die ganze Zeit irgendwie an Manuskriptseiten vorbeilaufe. Oh, da geht's nicht weiter. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass das. So Firewatch-artige Sachen. Ach, eine Manuskriptseite, wo wir doch wohl geredet haben. Ich habe anscheinend alle übersehen. Mod auf der Fähre. Enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mod war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mod hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mod versprochen. Der Schmierfink. Also Mod ist der Entführer, nehme ich mal an. Ist das die Information, die wir lesen? Kanon? Also weiß Wake das jetzt, dass wir das gesehen, dass der Typ Mod heißt? Er liest es ja vor. Also wissen wir jetzt, dass der Entführer Mod heißt, weil das muss er ja sein. Ich habe mich übrigens nicht erinnern, den Typen auf der Fähre gesehen zu haben, aber es hat mir auch keiner gesagt, dass ich mich auf der Fähre besonders umsehen muss. So, Thermoskanne. Doch, wir haben wirklich Licht an. Ist hier keine Thermoskanne. Wer weiß dann, wie viel Thermoskanne ich am Ende vorbeilaufen bin? Noch mehr Brücke. Der ist matt. Ich glaube nicht. Bright Falls Coal Mine, Washington Mining Coal. Visitor Parking, alles klar. Geht's hier direkt in die Mine? Nee, die ist zu, ne? Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. So ein Bergbaumuseum ist bestimmt auch nicht ganz uninteressant, ne? Also zumindest so einmal. Ja, das würde ich mir auch gerne mal ansehen. Das hätte ich mir, glaube ich, als Kind auch ganz gerne angeguckt. Lesen? Achso. Ein Vulkanausbruch unter den Cordon Lake im Jahre 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefer gelegenen Tunnel oder ließen sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historisches Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Echt? So ein kleines Erdbeben hat die Leute davon abgehalten? Also gerade so Wassereinbruch ist ja eigentlich relativ üblich, ne? So im Bergbau. Ach, guck mal, da hinten ist ein Schornstein an. Weil du hast ja unter der Erde öfter mal so Wasser. Es gibt so ein Bild, was immer wieder gerne auf so Seiten auftaucht. Oh. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen.
Toll. Jetzt ist wieder Nacht. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch leben, wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Wir haben halt immer noch. Ach, jetzt haben wir wieder eine Waffe, ne? Mirror Peak. Okay, das muss ich mir nochmal eben notieren hier. Wir haben übrigens immer noch. Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Weißt du, da würdest du kurz was schreiben, wie zum Beispiel Mirror Peak. Und dann bricht dir auf einmal alles in Dings. Auf jeden Fall, es gibt da so ein. Das ist ein relativ bekanntes Bild von so einer Mine in der Karibik. Das war eine Silbermine, das ist einfach nur so ein Loch unter Wasser. Und die Silbermine war nicht besonders ertragreich, die war gerade so ertragreich, dass es halt immer für die nächste Kohlelieferung gereicht hat und halt den Sold der Leute, um die wahrscheinlich dampfbasierende Pumpe zu betreiben, die das Wasser abgepumpt hat. Und irgendwann war halt irgendwie das Versorgungsschiff mit der Kohle zu spät, weil Schiff, und dann ist die Mine halt abgesoffen. Hä? Das Gebäude verlassen. Ja, das ist eine super Idee. Achso, ich soll wahrscheinlich das hier tun, oder? Ach, guck mal, da unten liegt der Stuhl von vorhin. Ich würde trotzdem gerne mehr Notizseiten finden. Da hinten liegt auf jeden Fall... Ja, falls wir nicht schon komplett voll wären. Zeug. Hier ist sogar noch Strom. Das ist ja schön. Caution. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht irgendwie. Also ja, nicht total vertrauensvoll, ne? So ein Loch hier. Das ist... Von dem, warum müssen wir eigentlich mal nachts irgendwelche Leute treffen? Ich sehe doch hier schon wieder die Dunkelheit. Du kannst deinen Führer eigentlich nicht am Tag treffen. Das wäre mir wesentlich lieber. Thomas Zane liebt Barbara Jager. Als Thomas Zane sich in Barbara Jager verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Wir wissen ja, dass Barbara Jager von links besetzt ist, vom Dunkeln. Was wir nicht wissen, ist, ob das jetzt hier das... Na gut. Sind sie mal Revolver Munition sparen? Ob die schon immer irgendwie das Dunkel war? Oder ob das wirklich eine echte Person war? Wo kommt die denn jetzt her? Ich denke, hier arbeitet keiner mehr. Noch habe ich Munition ohne Ende. Ich frage mich wirklich, warum Alan Wake nicht in der Lage ist, mehr als 42 Schuss Revolver mitzunehmen. Das sind jetzt nicht gerade viele Patronen. Der nicht nochmal. Immerhin ist er ziemlich schnell beim Nachladen von seinen Revolvers. Muss man ihn wirklich zugute halten, ne? Warum will mich das Dunkel eigentlich umbringen? Ich denke, das braucht mich. Merkt man wenigstens von, oder? Ich könnte bestimmt doch so... Also in letzter Zeit stehen hier immer ziemlich häufig so Gaskanister rum. Die kann man bestimmt für was gebrauchen. Ich frage mich bloß für was. Da werden wir nie rausfinden. Ey, nochmal Blendgranaten. Dinge, die ich irgendwie nicht nutze, weil ich zu geizig bin. Man weiß ja nie, was noch kommt. Vielleicht braucht man das ja noch. Oh, hi, Jungs.
Oh ne! Menno! Oh, hier ist wieder so ein. Wenn das ein Museum ist, dann müsste es doch hier irgendwie halbwegs sauber sein, oder? Ich meine, selbst die Waggons stehen hier noch. Ist das jetzt das Teil, was ich gerade angeleuchtet habe? Ne, da drin ist was. Hey, es sieht aus wie ein Lernstachel. So ein bisschen zumindest. Das ist schon wieder eine super Idee, das Ding zu ignorieren, das in den Waggons. Da hinten fließt noch Strom. Dass da hinten irgendwie jemand ist, das interessiert mich überhaupt nicht, ne? Öffnen? Ich will das nicht öffnen. Ja, okay, ich fall natürlich. Ach. Ich kann mir besseres vorstellen, als in dem Raum zu sein, wo das. Oh, ups. Wo bin ich denn jetzt? Achso, oh, ganz am Anfang. Oh, yeah. Oh, das habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Okay, jetzt wissen wir meine Theorie. Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, ne? Wie, ein einziger Schuss? Oh. Also wenn sie direkt daneben stehen, funktioniert es tatsächlich sogar. Dass die mal alle in Wellen kommen, ne? Also die Gegenstände, die durch die Gegend fliegen, machen mir wirklich ein bisschen Sorgen. So, haben wir es dann? Ach ja. Ich hätte vielleicht einfach mal eine meiner seltenen Blendgranaten zünden sollen für die Objekte, ne? Hier sind sogar Blendgranaten nochmal zusätzlich. Also ich muss das nochmal mit dem Kopfschuss nochmal testen. Ne? Nicht wirklich, ne? Das hat nicht den Erfolg, den ich gerne gehabt hätte. Wahrscheinlich. Naja. Wollen wir uns nicht so darüber ärgern. Feiern! Mensch. Das hätte ich mal gleich machen sollen. Die Blendgranate ausnahmsweise mal so benutzt, wie es vorgesehen ist. Taktisch, um den vorauskommenden Raum zu klären. Schön. Soviel zum Thema beim nächsten Mal.